Ich weiß ja nicht, was du konsumiert hast, aber ich gebe mir auch Mühe. Niki, komm mal, iss mal eine Melone, vielleicht hilft das. Ich bin aber nicht hungrig gerade. Au, aua! Jetzt wird mein Ohr Jetzt verprügelt. hungrig. Mit einer Melone. Leider nicht. Okay, Au! können wir ändern. Jetzt reicht schon ganz. Er hat einen Pfeil Das im ist böse. Kopf. Du siehst nicht gesund aus. Ess die Melone. Da gibt es eine sehr spezielle, aber durchaus erfolgversprechende Therapie, Okay. nennt Aber sich Scheiterhaufen. Herr Professor, wieso haben Sie eine Ja. Zipfelmütze auf? Was? Sie haben eine Ich, Zipfelmütze auf. keine Ahnung. Dina, guck mich mal an, Ja. bitte. Wieso hast du auch eine Zipfelmütze auf? Ist Wieso hier sind meine etwa Klamotten denn so rot? Ich Hexerei am Werk? Ich habe mich weiß auch heute nicht. Morgen ganz normal angezogen. Ja, ich auch. Und die ist so schön kuschelig warm. Oh. Ganz unheimlich hier. Hey. Wo ist das denn jetzt? Ich wusste es. Ich werde gleich so tot gehen. Ich werde gleich so tot gehen. Ich wusste es. La 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 la. Okay. Kann ich meine Sachen wieder haben? So, okay, also. Ich will doch nur was erklären, Menno. Also, pass auf. Das Haus gestern, was wir gebaut haben, ist dem komischen Frei zu klein. Jetzt haben wir überlegt, weil wir haben ja das Problem. Na toll. Wir haben ja das Problem. Wo kommt ihr denn alle her? Geht weg. Das ist doch nicht wahr. hatten wir gestern das Problem. Hatten wir gestern. Komm hier nicht zum Reden. Menno, geht raus aus unserem Haus. Warte mal, haben wir hier noch. Hausbesetzer. Aber wirklich, haben wir hier noch irgendwie was Schwertmäßiges, was ich irgendwie halbwegs nehmen kann? Ich komme ja nicht mal dazu, mein Schwert in die Hand zu nehmen. Hallo. Kekse, ich erkläre später. Ich bin gerade etwas beschäftigt hier. Das gibt's doch nicht. Wo ist jetzt hier noch eins? Da ist noch. So, jetzt reicht's aber. Mann! Das gibt's doch. So, jetzt muss ich mal mein Grab suchen. Ist das mein Grab? Jetzt habe ich das Problem. Ja, gut. Weil ich muss nämlich ein bisschen aufpassen, weil das richtige Grab zu nehmen. Weil ich habe meine Name-Tags auf. So, okay. Jetzt sortieren wir uns erstmal. Und dabei kann ich dann erklären. Also, wir haben gestern ein Haus gebaut für die Inquisition. Und das Problem an der Sache war, dass Frei das Haus zu klein ist, weil er dann auch gesagt hat, naja, so von wegen, wir können ja gar nicht foltern und Gericht abhalten und da arbeiten wir jetzt dran. Das heißt, wir bauen jetzt quasi unser Haus, was wir haben, um in ein adäquates Inquisitionshaus. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Ich hoffe. Schrott in Ein meinen Ohren. Hauptquartier. Ja, ein Hauptquartier. Inquisitionshauptquartier, glaube ich, war der Begriff. Ein Hauptquartier, genau. Mann, das ist ein Zungenbrecher. Na, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Mein Professor, Hilfe. Inquasizifizilizifizion. Zungenbrecher aus. Also auf jeden Fall so ein Haus, wo man Leute foltern kann und aburteilen kann und dann, Ab mit dem Kopf!
Genau. Kekser meinte gerade, du bist nicht beschäftigt, du bist tot. Da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Okay. Gut. Okay, also wir haben jetzt hier schon mal das hier alles so ein bisschen abgeändert. Okay. Stine bastelt da schon mal weiter. Soll ich die Zwischenwand hier wieder rausnehmen? Oder? Was wird denn hier auf der anderen Seite angebaut? Ja, wir auch nochmal so ein Turm? Ja, nee, nicht ein Turm, sondern Stine meinte, wenn wir so einen riesen Turm haben, würde er sich gut machen, wenn wir das Kirchenschiff hier ein bisschen vergrößern. Ah, okay, verstehe. Und dann an den Seiten so kann man dann noch so Stützen anbauen und sechs. Du kennst doch bestimmt so Notre Dame. Nee, Gesundheit. Oh. Notre Dame, Paris, Eiffelturm. Du kommst ist doch aus der Frankreich Zeit, oder nicht? Ich erkenne euch gar nicht mehr. Das ist Gucci, das ist der Professor. Drehen Sie sich mal um. Haben Sie eine Brille auf? Ja, gut. Ja. Die ganzen Züpfelmützen hier. So, okay, dann muss da jetzt ein Boden rein. Ich das richtig? Ja. Habe ich ja, hier noch Sätze? Wo ist die Brotschneidemaschine? Hier ist die Brotschneidemaschine. Oh, machen wir da auch diese Slaps rein. Ach, machst du die jetzt? Ja, ja, ich mach die, genau. Dann kannst du weiter an der Mauer rumrütteln. Hast du da noch Leitern, dass ich da wieder hochkomme? Ja, 8 Stück. Reichen die? Ja, gib mal. Keine Ahnung, gib mal her. So, okay, dann mache ich hier mal den Boden schon wieder. Diese Zwischenwand, also die ehemalige Außenwand, die wird komplett weg, Stine, oder? Die hier, ja, die hier muss weg. Keine Ahnung. Oder? Vom Kirchenschiff, ja. Kirchenschiff, ja, muss die Wand weg. Okay. Es sei denn, du willst da noch ein Taufbecken oder was hinbauen. Nee, ich glaube, die Inquisition hatte mit Taufen nicht so viel am Hut. Ich glaube auch nicht. Weil das ist ja so eine Mischung zwischen einer Kirche und einem Gerichtsgebäude, was wir hier basteln, glaube ich. Mit einem ganz fiesen Keller. Ich ahne Schlimmes, was die da unten basteln. Weil, Keksa, du musst wissen, dass unten drunter sind auch noch welche. Und Folterkammer. Für die, wie nannte man diese Befragung? Hat das doch so einen komischen Ausdruck. Folter. Nee, nicht die Folter. Die hochnotpeinliche Befragung. Die hochnotpeinliche Befragung. Genau, hochnotpeinliche Befragung. Guck mal, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir uns nur mit dem, ja, wie gesagt, dann ist das halt unten die Holzvertäfelung von dem Gebäude. Es ist nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was machen wir denn mit den Fenstern jetzt? Ziehst du das jetzt doch da auch noch hoch, Stine? Oder ja, machst du das nur... Nee, das ist gut. Ja, das muss ein Stück höher als das vorherige Dach, sonst sieht das kacke aus. Das heißt, so, die okay, bastelt im Grunde jetzt also, oben drüber. Und dann haben wir die Vertieflung unten durch. Unten drunter. Es wird ein sehr merkwürdiges Gebäude. Aber ich denke mal, das wird groß genug so. Jetzt muss ich mal überlegen. Weil hier würde ich eigentlich eher... Buch hier hinten draußen ist ein Fan von dir. Ein Fan von mir? Ich geh mal gucken. Hat er einen Termin? Also das geht nicht so einfach. Ja, einfach ankommen und Audienz wollen. Das weiß ich nicht, ob er einen Termin hat. Kann ich von hier oben nicht sehen. Autogrammstunde oder so, das geht nur gegen Termin. Echt? Ah, mit dem grünen... Der mag mich nicht, der ist schon vorher auseinandergefallen. Okay. Das kann ich ja auch nichts für. Das sieht nicht schlecht aus. Ich bin gespannt, was groß wird. Ihr müsst nämlich wissen, dass wir immer ohne Plan und Verstand bauen. Wir machen einfach. Irgendwas kommt immer bei raus. So, ich schau mal, was die da unten treiben. Oder gibt es noch was Wichtiges gerade? Ich gehe mal kurz gucken.
Warte mal. Muss ich aber mal kurz in die Discord-Gruppe wechseln? Hallo, ich komme euch mal besuchen. Hallo. Sag mal, habt ihr auch so merkwürdige, komische Anziehsachen auf einmal an? Ja. Ja, mir geht's sowieso total schlecht. Mir tut der Kopf weh. Warum tut dir der Kopf weh? Wird ihn auch wehtun. Ja, guck mal, der hat da so einen riesen Horn aus. Der hat einer gehauen. Ich hatte einer gehauen, da ist ein riesen Horn gewachsen. Das erinnert mich irgendwie an Ägypten. Kann das sein? Da hatte sie doch auch schon mal so einen Horn in der Mine. Ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. So, ihr habt das erste Folterungsopfer. Ja, das sieht echt gut aus. Das kann man echt so stehen lassen. Ja, ist richtig cool. Der kann da drin bleiben. Bleib stehen, du Heini, sonst treffe ich dich doch nicht. Aha. Tot. Ja, oder die Decke sogar noch höher, damit das, weil sonst haben wir das da wieder hinten, dann wird das kleiner. Oh, das nicht schon. Wir sind schon wieder nicht schlafen gegangen. Doch, ich war schlafen. Ab in die Betten. Ich schlaf. Ich schlaf auch. Auch wenn ich sterbe beim Schlaf. Halbe Tag. Oh. Ja, aber gegen so ein Skelett hilft Schlafen auch nicht. Ich. Nein. Wo ist denn der Ofen hin? Ich habe noch 3 im Inventar, Niki. Ich habe bloß immer so eine volle Tasche. Ich habe den Stock der Gehorsamkeit bekommen und einen Kürbis auf dem Kopf, der leuchtet mit Fluch der Bindung. Ach du meine Güte. Was machen wir denn jetzt? Ich habe bestimmt wieder irgendwas falsch gemacht. Aber ich weiß nicht was. Okay. Mann. Jetzt muss ich hier alle einkriegen aus Sympathie. Jetzt muss ich hier ewig mit so. Ich will meine Plüschi-Kapuze wieder haben. Nicht so einen doofen Kürbis auf meinem Kopf. Das ist gemein. Ich habe gar nichts gemacht. Hey. Was machst du schon wieder mit mir? Ich helfe dir mal ein bisschen. Ja, du danke. So. Bin hässlich. Soll das auch so? Ich weiß nicht. Ich war jetzt nur so eine Idee, dass man nicht übereinander fällt. Ich weiß nicht. Ich habe so einen komischen Stock der Gehorsamkeit gekriegt und habe plötzlich einen Kürbisleuchtenden mit Flug der Bindung auf dem Kopf. Und was macht dieser Stock der Gehorsamkeit? Kann weiß der irgendwas? Kann man den hinstellen? Kann man den... Weiß ich nicht. Ich kann ja mal gucken, was der macht. Sollst du damit verhauen werden oder so? Ich oder? Weiß auch nicht. Vielleicht ist das ja ein Folterinstrument. Naja, wenn jemand nicht brav war, dann gibt es einen auf die Finger. Wer ist von euch nicht brav? Dann kommt der in dann möchte wer ich irgendwie ist nicht brav hier? Gibt's hier jemanden, der nicht brav ist? Ja, schau mal in den Skikobo. Oh, du meinst, weil ich den Kürbis auf dem Kopf habe. Wie werde ich das Ding denn jetzt wieder los, Menno? Indem du artig bist. Na, oh, ich bin ja artig. Oi. Oi. Okay, jetzt muss ich weiter überlegen. Ich hab auch nie. Wartet mal. Ich probier mal was. Es ist ja echt. Ich kann meine Mütze nicht aufsetzen. Ich krieg's nicht ab. Mann. Den Kürbis sieht man so wenig. Okay, dann packen wir das mal weg. Dann machen wir da mal. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich nehme andere. Ein. Das. Das. Oh je. Oh je. Was? Was ist denn? Hier rennt doch jemand rum. Ich sehe doch dauernd hier irgendwie Staub aufwirbeln. Hier ist irgendjemand im Haus.
So, dann brauche ich noch was hübsch. Siehst du den Staub auch? Hier wirbelt dauernd jemand Staub auf. Dabei läuft da gar keiner von uns lang. Du kannst ja mal Staub wischen, Bubu. Ja, dann sollten wir vielleicht mal fegen oder so. Ja, genau. Ich will jetzt nicht fegen, ich will jetzt was bauen. Ihr seid alle so fleißig. So, probiere ich mal was. Ja, und womit? Mit Recht. Sollten wir vielleicht das Dach von diesem Vordacheingangsbereichsgedöns auch in Kupfer machen? Oder soll das kein Dach sein, sondern soll das mehr so eine Bogenkonstruktion sein? Also ich würde das schon vielleicht in Kupfer bauen. War jetzt halt nur eine Frage. Keine Ahnung, ob das... Guck mal, so wirkt das eigentlich schon ein bisschen anders. Oh ja. Ja. Sieht gut aus. Okay, gut. Das auf beiden Seiten, das sieht dann schon imposanter aus, finde ich. Ja. Ich muss mich ja schließlich auch irgendwie einbringen. Kann ja nicht immer nur euch basteln. Vielleicht hab ich ja deswegen den blöden Kürbis auf dem Kopf. Ich kann immer gut dirigieren, ich weiß. Wir haben doch gar kein Orchester. Ja. Es ist Schlafenszeit. Setz dich einfach mal in den Trichter, vielleicht rutschst du ja rein. Ja, wirklich nur Blödsinn im Kopf. Autsch! Das ist die neue Stine. Wie kriege ich Stine in den Bienenstock rein? Maschine. Am besten gar nicht. Ich komme da nicht hoch. Aua! Wieso? Was machst du? Ey! Was? Wir haben nichts gemacht. Guck mal, kennst du den Stock? Das ist der Stock der Gehorsamkeit. Oh, ich glaube, immer zu wechselt sie hinten die Farbe. Ich glaube, Ecki kriegt immer zu ein anderes Höschen. Was? Was? Warum geht das nicht? Na, vielleicht bestraft der Stock den Auer, den Anwender. Autsch! Ja, tot. Fertig. Ach, lesen. Diese gehören zum Todfeind eines eurer in der Steinzeit verloren. Ach, diese. Kenshin ist in Not. Wir müssen Kenshin helfen. Das sind seine Todfeinde. Also das sind die geschergen Rebellen von seinem Todfeind. Aber wer ist denn der Todfeind? Ja, dann ist doch gut, dass wir die jetzt schon immer platt gemacht haben. Ja, möglicherweise. Aber Kenshin ist doch der Teufel. Der Teufel hat doch keine Feinde. Aber immer der Reihe nach. Erst müsst ihr erstarken, ehe ihr euch auf diese gefährliche Reise machen könnt.